Willkommen Leute, zurück zu Let's Play. Siege of Elim. Letzten Part haben wir die Lurker gerettet, die Traumverhandler vernichtet und wir haben den Königin in einem Stückchen Glas dabei. Ja, und wir gehen gleich noch einkaufen oder verkaufen, ist er sagt. Elrond. Elrond, ich habe einige Schriftrollen, die ihr bitte ansehen sollt. Ich werde daraus nicht schlau. Aber natürlich, was soll ich mir ansehen? Eine Schriftrolle mit der Skizze eines Schildes. Oh, das ist der Ablenkenspruch, der Angriff zum Teil abwehrt. Hier steht nicht ausdrücklich, ob sich das auf magische oder physische Angriff bezieht, bei denen ihr das Ziel seid. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr ihn mit der Schriftrolle lernen. Dabei wird die Schriftrolle leider vernichtet. Aber dafür kommt der Zauberspruch auf der Stelle lernen. Gut. Natürlich erlernen wir den, wenn wir schon dabei haben. Was ist denn das für ein Spruch? Ja, wir haben so viele Sprüche hier. Ablenken. Lenk Projektilsprüche ab, warte mal. Das speichern wir mal. Ich glaube, jetzt kommt dieser, lustige Kringel, dieser Kreis. Oder das da. Das ist ja dieser Magieschutz, die diese, Spektralwächter eingesetzt haben. Ich habe was gesehen, Elrond, und, nee, doch nix. Ich habe die Lurker auf der Astralebene befreit. Nun, da die Astralwächterin frei ist, ist der Einfluss der Shahul auf der Astralnexus dauerhaft beendet. Ausgezeichnet! Endlich kann ich aufhören vor Angst, etwas könnte durchkommen, dieses Portal zu bewachen. Danke, Diablo. Jetzt können bestimmt alle wieder normal schlafen, gut. Auch wir nicht. War Meister Zauberer Ade Elrond. Ja. Ich habe hier die Königin. Wenn ihr zu diesem Gegenstand Fragen habt, schlage ich vor, dass sie Appell aussucht. Sie hat eine Schwäche für hellseherische Sprüche. Und ich bin in letzter Zeit so beschäftigt, ja, dass ich mich auf solche Dinge nicht konzentrieren kann. Ist ja nur deine Königin, wa? Dafür brauchst du dich nicht interessieren. Ist ja nur deine Königin, ist ja nix. Also, pff. Ich meine, ja, es ist ja nur so eine billige Frau da. In dieses Stückchen Glas, in diesem Gefäß. Die schmort da wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, ist aber nicht so wichtig, wa? Ja, gut. Wenn er so will. Und wir haben jeder Helixer-Tag. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich will es gerne mal austesten. Was für Rüstung hat der Typ da eigentlich? So. Der hält zwar nichts aus, ich weiß. Und was für eine Rüstung hat der? Oh Mann, wieso ist er so stark? Autsch. Nimm das. Und 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 das. Boah, wieso hält er so viel aus? Mach mal große Hand. Oh, das ist große Hand. Tsch. Was hat denn der eigentlich alles? Der hat nur diesen billigen Klumpatsch und ist trotzdem so stark. Ich habe eigentlich erwartet, dass er ein Kürass trägt, ne? Aber okay. Das sollte man nicht unbedingt machen. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Da, unglaublich, dass dieser goldene Kürass der beste Kürass im ganzen Spiel ist. Das ist Wahnsinn. Laren, du stehst immer noch darum. Okay, Pell. Guten Tag, Diablo. Guten Tag, Pell. Ich brauche eure Hilfe bei dem verzauberten, verfluchten Gegenstand, den ich gefunden habe. Ja, meine volle Aufmerksamkeit. Bitte sprich weiter. Ich habe die Astralwächter befreit und die normalerweise alles Treiben auf der Astralebene beherrscht, aber von den Charu Shaman und den Naga gefangen halten wurde, damit diese machen konnten, was sie wollten. Hier zufolge wollte die Shaman die Seele von Königin Nanesi in diesem Gegenstand einsperren, um somit ihrer Gehirnwäsche auf der primären materiellen Ebene fortzufahren. Sie erschien ihnen ihr als Beschützer. Ich weiß nicht, inwiefern das den Verstand vernebelt hat. Vermutlich ist sie sich einmal das nicht mal bewusst. Ich tue es mal hier rüber weg. Also, anders gesagt, ist das hier fast wie ein Lichtstein. Nur, dass wir ihn in dieser Falle unter keinen Umständen zerstören wollen.
wenn ihr mir den Fragegegenstand geben wollt, werde ich daraus eine hellserige Zaubersprüche anwenden, da diese eine Spezialität von mir sind. Bla 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 bla. Dann werde ich den Gegenstand zu Hildarat bringen, da Verzauberung seine Lieblingsbeschäftigung sind. Gut. Glaubt ihr, ihr könnt die Königin retten? Ich kann nicht sagen, was geschehen wird, ob ihr Erfolg haben oder scheitern werden. Übrigens, falls ihr noch nicht mit der Königin gesprochen habt, würde ich es nicht empfehlen. Schließlich. Bla bla bla, sie hält in und lächelt. Ironischerweise hat ihr gerade ihre Beschützer verlegte. Ja, Beschützer in ihren Augen. Wofür es nun ihre Träume war. Wir werden sehen, was ihr noch hat und ich ausrichten können. Danke, tschüss. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Noch was zu sagen? Nö, gut. Dann gehe ich mal wieder zu Endro. Der hat bestimmt irgendwas für uns. Oder Serot. Der hat ja auch mal was für uns. Oder Elarat. Vielleicht will der was für uns haben. Das bedeutet, wir sind im letzten Kapitel angekommen. Einmal für mich selber. Letzte Kapitel, Schlacht gegen Mifras. Ich nehme an, dass hier wird man zur letzten Schlacht aufgerüstet. Nee, du nicht. Andro, wo bist? Ja, er kann sich nicht bewegen, das heißt, er kommt runter. Mein Page, Freund. Gestern Nacht habe ich geträumt, ihr hättet Kapitel 5 beendet. Es war seltsam, denn ihr hattet Kapitel 6 installiert, aber nicht die 06 Kapitelflagge. Er wollte, dass ich sie setze. Ich habe geträumt, ihr hättet Kapitel 5 beendet. Danke, Andro. Ich werde ihm gleich was. Ihr wolltet das. Ja, ich will. Aber was soll er damit sagen? Modem hat gebeten, dass ich mich zusätzlich zu. Ja, Gott, komm. Wir gehen jetzt mal zu Mudam oder ist hier rot? Andro, nicht schlecht. Und die stehen immer noch alle hier, ich glaub's nicht. Die stehen immer noch hier. Oh, Diabolo, wie schön euch zu sehen. So haben wir überhaupt Zeit. Ja. Ich hoffe, euch ist es gut ergangen. Es gibt einige Probleme, die ihr untersuchen müsst. Erstens, falls ihr es noch nicht gehört habt, Elazar ist krank geworden. Die Menschen kümmern sich um ihn. Sie stehen vielleicht kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, aber sie haben speziell um eure Hilfe gebeten. Auch gibt es wieder eine Invasion der Untoten unterhalb Avalons. Diesmal sind es Skelette. Aber ich bin mir sicher, euch sind die Risiken bekannt. Wir müssen diesen Bereich wieder frei haben. Die Skelette sind ja unsere Verbündete. Die Skelette waren das Projekt von Felios Assistenten. So wollte Felios die unteren Ebenen Avalons beschützen. Er wollte das Gebiet mit hirnlosen Wesen füllen, die nur existieren, um das Gebiet zu verteidigen und die niemand vermissen würde. Der Assistent eines Magiers kann ein gefährliches Individuum sein. Magische Fähigkeiten müssen mit Weisheit gemildert werden. So wie man einem Kind niemals ein Schwert gibt. Vaisien hat mir gesagt, dass diese Skelette alles angreifen. Außer ihresgleichen. Ihr müsst mit ihm sprechen, denn er hält das Tor gegen sie verschlossen. Aus Angst, die Skelette könnten in die Burg stürmen. Ich bin sicher, ihr könnt mit diesem Problem selbstständig fertig werden. Ich kann mich nicht erinnern, euch jemals gelenkt zu haben. Da ihr nun Bescheid wisst, möchtet ihr sicher euren Auftrag sofort in Angriff nehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht hier sein, wenn ihr zurückkommt, denn ich muss die Zinnen am Osttor überprüfen und zu Tempest gehen, um nachzusehen, ob der mein Schwert bereit fertig hat. Wenn ihr keine Frage, ja. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, Zerod, ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Diablo, ich mache mir keine Sorgen. Um eure Rolle gehen, wenn ihr. Ja, gut, tschüss. So viel zu Felios Arbeit. Also seine Skelette sind ein bisschen fehlerhaft. Das ist mal interessant zu wissen. Ich weiß, ich sollte jetzt nicht mit dem Kapitel anfangen. Ich wollte das letzte Kapitel eigentlich nach dem Ferienbeginn. Oder nach dem Urlaub, aber das. Ich habe jetzt gerade so viel Lust drauf. Ich hoffe, ich weiß das da dieses noch alles danach. Nach den Ferientagen. Tempest hat ein Schwert gebastelt. Also für Zero, deswegen gehen wir mal zu ihm. Vielleicht kann er auch uns was schmieden. Irgendwas Schönes. Nicht wahr? Was kann ich für euch tun? Woran arbeitet. Was? Boah. Ja, der unterbricht einfach. Schlimme Nachricht.
Ich habe gerade im richtigen Offizier für Zerot den letzten Stellvertreter für einen Stahltuch kommen. Ja, ist okay, schade. Wir machen mal Optionen. Was haben wir denn da? Blizzard. Nee. Ein großer Wolf kann ich eigentlich alle vergessen. Schutzfamilie vor Magie kann ich eigentlich auch vergessen. Deswegen machen wir große Hand hier F7 und Feuerball F5. Setzen wir mal hier rein. 5. So. Am besten wäre jetzt noch ein Händler. Ich habe vergessen, einen aufzusuchen. Sorry, Leute. Da wir so viel Zeug haben. Deswegen gehen wir auch erstmal zum Händler. Sorry. Naja, gut. Schön zu wissen, dass, also, es klingt nach irgendwie humorvollen Spaß irgendwie. Ja, ich weiß, solche Situationen sollte man eigentlich ernst betrachten. Aber für mich klingt das eher nach einem Spaß. Da laufen unsere verbündeten Skeletten in den unteren Ebenen Avalons und machen alles platt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich find's irgendwie witzig. Dass ausgerechnet Felios letzter Wunsch, Avalon zu unterstützen, so ein Reinfall ist. Also zumindest im Moment. Irgendwie witzig. Ja, okay, ja, du, mein Freund, du bekommst hier das Ding ist viel zu groß und das bringt mir nichts. Ja, Ring des Schutzes, ja, pff. Ja, ein weißes krones Ding, schwarze Stiefel, kannst auch weg, verbesserte Gesundheit, ja, Ring des Schutzes brauche ich eigentlich nicht. Ring gegen Magie, 1000 Klingen, ja, hier, 1000 Klingen, pff. Was soll ich denn damit anfangen? Lederpanzer, ja, dich brauch ich auch nicht. So, jetzt sind wir einiges leichter. Das heißt, wir können die Sache mal ein bisschen mehr hier reinordnen. Einmal gegen Feuer. Einmal einen Schutz gegen überhaupt was. Haben wir dafür. Nochmal einen Schutzring. Und nochmal Gesundheit. Okay. Rein theoretisch, ja, wir haben so wenig Beschränkungen. Hier gibt es aber auch niemand, der hier überhaupt gutes Zeug verkauft. Niemand. Niemand hat überhaupt was, was irgendwie was wert wäre zu kaufen, ne? Jetzt habe ich mir so viel Beschränkung und die haben alle nur Mist. Hier habe ich all dieser Hohlzeugverkauf vom zweiten Kapitel. Ich habe mir extra so viel Geld in den ersten Kapitel reingeholt. Ich sehe schon, das war ein Blödsinn. Da haben wir ein schweres Kettenhemd, eine magische Rube. Nee. Ein Kampfschild. Nein, brauch ich auch nicht. Hier, wir kaufen mal das. Mal sehen, wo wir das reinschmeißen können. Wo können wir das denn hinlegen? Einmal dort und einmal dorthin. 3, 5, 8. 3, ja, das ist sogar ein bisschen besser. 3, 5, 8. Ja, perfekt. Ich, das ist du und mein Freund. Auch so ein 3, 4. Nee, 4 ist sogar noch besser. Nö. Oh, die haben echt nichts hier. Dieses fein gearbeitete Ahul Krummschwert will ich auch nicht haben. Kette im Haube, naja, das bringt mir alles gar nichts. Ich habe ja Tortains Ausrüstung, aber die sind auch nicht alle so der Burner. Was ist so nochmal? Oh, ein gewöhnlicher Kyras, danke. Händler Astas Milford. Den habe ich die Knochenkeule verkauft. Das Ding ist so ein Zweihänder, ne? Mit Magie, scheißegal. Nee, das Ding war zu langsam, deswegen habe ich das, glaube ich, verkauft. Ey, die haben gar nichts. Gar nichts haben die. Nichts, was überhaupt irgendwie gut ist. Okay. Wir gehen mal in den Berit. Naja, hier dürften die Untoten eigentlich noch nicht laufen, oder? Die haben ja alle Schiss, da durchzugehen. Wix.
Der ist Wix, interessant, oder Wix. Naja. Reden wir mal mit seinen Toten, mit Philios Assistent. Vielleicht hat er noch ein paar neue Zauber für uns, die uns was bringen. Dingsbums, wo bist du? Ach, hier habe ich die ganze Nagel-Amulett reingestopft. Wo ist der Assistent? Bones. Wo ist Bones hin? Bones. Nee, der ist nicht da. Ja, wo ist Bones? Ob der sich irgendwo hier in den Keller versteckt? Vielleicht dort unten irgendwo? Die Toten laufen umher, ob wir ihn damit irgendwie geschadet haben. Ich will nicht Bones schaden. Ich mochte Bones. Ich will nicht, dass der irgendwie leidet. Der ist richtig cool, Bones. Ja gut, dann reden wir halt mit Vaisien. Dann kloppen wir uns halt durch die ganze Menge an Untoten. So wie wir es schon mal gemacht haben. Es ist ja gar kein Problem, wa? Ich meine, wir schlagen uns einfach durch wie sonst was. Keine Gnade mit den Toten. Vaisien. Ich will... Bitte, ihr wartet, bis die Sache verpufft ist, nicht? Vorsicht, sonst könnte euer Wunsch wahr werden. Haut jetzt ab. Hört mir bitte zu, Alter. Zeroth sagte mir, da unten seien Skelette und ich bin hier, um sie zu erleben. Ja, Skelette sind's. Und sie zermalmen euch, wenn ihr dahin latscht. Ihr müsst euch von den hohen Tieren Erlaubnis holen, bevor ich euch aufmache. Ich riskiere keinen Angriff der Untoten auf Avalon. Nicht, es sei denn, ihr könnt einen Obermacker überzeugen, dass ihr alles im Griff habt. Außerdem hattet ihr Hilfe das letzte Mal, als ihr gekommen seid. Um ein paar böse Untote ganz tot zu machen. Es gibt kein Licht mehr, aber es gibt Skelette. Skelette, die alles angreifen. Nur nicht ihresgleichen. Sogar Ratten. Sogar Ratten! Das ist unheimlich. Und ich denke, ihr sollt lieber rumschnüffeln. Ihr sollt lieber rumschnüffeln, einen anderen Weg zu finden. Ich meine, Philly könnte vielleicht helfen. Er hat mir was von der Augensammlung über böse Energie gesagt. Da musste ich über das Licht nachdenken. Der könnte was zu sagen haben, was euch vielleicht etwas in die Hand gibt. Und jemand zu helfen, ja gut. Na gut. Du Weichei. Ich mach sie alle platt hier ganz leicht. Ohne Probleme. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Alter. Ich habe Lichts bekämpft, ich habe so einen dicken Ogre bekämpft, ich habe alles Mögliche bekämpft. Da werde ich wohl in der Lage sein, so ein paar lächerliche Tote platt zu machen.